wurde nach fünfjährigem Freiheitsentzug Dino Moretti, vermeintlicher Lieutenant der Mafia-Familie der Francos, aus dem Gefängnis entlassen. Er wurde in einem Berufungsverfahren der Mordanklagen an Police Officer Frank Castle und seiner Familie freigesprochen. Moretti hatte wiederholt seine Unschuld beteuert und behauptet, er habe keine Ahnung, wer für die 125 mysteriösen Morde an Kriminellen verantwortlich ist, die oftmals einer wesenlosen Figur, genannt der Punisher, angelastet werden, der in den letzten 5 Jahren tätig war. Laurie Silvers hat für uns einen Bericht zusammengestellt. Mr. Moretti, wie fühlt man sich, wenn man endlich freigesprochen wurde? Nun, man fühlt sich großartig, einfach großartig. Die Staatsanwaltschaft hat neue Untersuchungen angekündigt. Wie denken Sie darüber? Ach, die können doch untersuchen, was sie wollen. Ich werde trotzdem gewinnen. Das hier ist Amerika. Wenn ein Mann unschuldig ist, setzt sich die Gerechtigkeit durch. Sind Sie besorgt wegen des Punisher? Ich möchte Ihnen gern etwas zu diesem Punisher sagen, wer immer es ist. Wenn er sich jemals im Umkreis von 1000 Metern blicken lässt, dann wird er herausfinden, was das Wort bestrafen wirklich bedeutet. Nun, entschuldigen Sie mich bitte. Und da zieht er als freier Mann davon. Der Dandy-Pate, der angebliche Kopf der mächtigen Franco-Familie. Zum wiederholten Mal verneint er jegliche Angst vor dem Punisher. Trotz der Tatsache, dass über 125 Opfer aus der Verbrecherszene in den letzten 5 Jahren von dem selbsternannten Rächer ermordet wurden. Das war Laurie Silvers für Kanal 8. Was meint ihr? Vielleicht habe ich in Zukunft Chancen in der Politik. Okay, keine Scherze mehr. Lasst uns den Champagner köpfen. Ich hole ihn, Boss. Nein, das Wichtigste zuerst. Ihr kontrolliert das Haus. Ich hole den Champagner. Okay. Hey, Mikey, mach mal ein bisschen Musik. Jetzt wird gefallen. Troy! Joe! Lass die Kameras laufen! Haltet auf, Jungs! Und macht schon! Macht schon! Vorwärts! Alles klar! Ich nehme weiter. Da kommt jemand raus! Wer ist denn das? Ach du Scheiße, das ist der Punisher! Jim, geh ganz nah ran, ich brauche eine Großaufnahme! Ist klar! Der Punisher, das gibt's ja gar nicht! In Deckung! Lass die Mühle laufen! Jahren frage ich dich, warum? Warum sind die Unschuldigen tot und die Schuldigen am Leben? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Wo die Bestrafung? Hast du mir schon geantwortet? Hast du der Welt gesagt, hier ist die Gerechtigkeit? Hier ist die Bestrafung? Hier. Durch mich. Mami, wollen wir nicht auf Daddy warten? Daddy ist doch arbeiten, Schatz. Aber er kommt nachher zu Großmama, okay? Lieutenant, ist es wahr, dass
dass man Sie unter Druck setzt, als Chef der Sondereinheit zurückzutreten? Kein Kommentar. Haben Sie schon irgendwelche Anhaltspunkte? Kein Kommentar. Bleiben Sie dabei, dass der verstorbene Frank Castle und der Punisher ein und dieselbe Person sind? Selbstverständlich. Obwohl offiziell erklärt wurde, dass Frank Castle sagen zusammen Sie, mit seiner haben Familie Sie nicht Besseres mit Ihrer Zeit anzufangen? Es ist 2 Uhr morgens und es ist ein gottverdammter Morgen. Scheiße. Hören Sie, Lieutenant. Hey, Sie sollen aufhören, mich zu belästigen. In der Villa des Gangsterbosses Dino Moretti. Das ist ja sehr clever. Äußerst clever. Oh, der erscheint persönlich. Da muss ja was Tolles passiert sein, wenn Sie um 2 Uhr morgens aufstehen. Ist es auch. Ja? Ich habe eine Mitteilung vom Bürgermeister und darf zitieren. Frank Castle ist tot. Kein weiteres Gequatsche, dass es nicht so ist. Sonst kriegen Sie einen Arschtritt. Reißen Sie sich zusammen. Es wird sich zeigen, wer von uns beiden recht hat. Jake, wir können nicht zulassen, dass die Öffentlichkeit glaubt, dass irgendein wahnsinniger Ex-Bulle rumrennt und Kriminelle abknallt, als hätte er einen Jagdschein. Warum nicht, hä? Warum nicht? Berkowitz, es ist Nacht. Ich bin müde. Ich habe Sie gewarnt. Was haben Sie sich da bloß in den Kopf gesetzt? Wir brauchen einen Presslufthammer und zieht den Schlauch zurück. Okay, Clay, ich fahr dann in die Redaktion. Ist klar. Entschuldigen Sie bitte, Lieutenant Berkowitz, ja. Ich bin Detective Sam Leary. Sam? Samantha. Mhm. Wir haben schon mal vor 5 Jahren zusammengearbeitet. Bei der Moretti-Verhaftung. Das war mein erster Auftrag in Zivil. Ich war der Köder. Ah, richtig. Also, was kann ich für Sie tun, Detective? Kurz gesagt, ich würde gern an dem Fall mitarbeiten. Ich brauche keine Assistentin. Früher haben Sie auch nicht allein gearbeitet. Richtig, aber das gehört der Vergangenheit an. Ich will keinen Freifahrtschein haben, sondern einen vernünftigen Beitrag leisten. Davon bin ich überzeugt. Nein, sind Sie nicht. Sie haben mir nicht mal zugehört. Das stimmt. Ich habe Ihnen nicht mal zugehört. Wieso nicht? Weil ich mit dem Besten zusammengearbeitet habe und alles andere wäre Zeitverschwendung. Glauben Sie, dass Sie die Erste sind, die sich für diesen Job bewirbt? Nein, aber ich bin die Qualifizierteste. Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe den besten Abschluss auf der Akademie gemacht und ich habe die meisten Punkte von allen Officers auf dem Schießstand bekommen. Ich bin in kürzester Zeit Detective geworden. Ich bin das zweitjüngste Mitglied der Polizei, das das jemals geschafft hat. Ihre Eltern haben Ihnen sicher auf die Schulter geklopft. Aber warum soll ich Sie zu meiner Partnerin machen? Ich bin überzeugt, dass Frank Castle der Punisher ist. Wissen Sie, wo mein Büro ist? Ja. Kommen Sie um 9 Uhr. Seien Sie pünktlich. Mr. Franco, was ist es für ein Gefühl, wieder zu Hause zu sein? Ich bin eben erst gelandet, soweit so. Wollen gut. Sie hier die Geschäfte übernehmen? Kommt, Leute, der Mann hat einen langen Flug hinter sich. Er ist müde, lasst ihn erstmal verschnaufen. Haben Sie keine Angst vor dem Punisher? Dem Punisher? Ja. In Europa glaubt man, dass sich die Presse diese Geschichte aus den Fingern gesogen hat. Es gibt keine Punisher. Wer oder was hat in den letzten 5 Jahren Ihre Teilhaber umgebracht? Zu viel Stress, schätze ich. Danke für den Empfang. Kommt schon, Freunde, Ende der Vorstellung. Gehen Sie zur Seite. Bitte, gehen Sie doch zur Seite. Kann ich Ihnen helfen, Detective? Das haben Sie schon, Franco. Tatsächlich, wie denn? Ja, etwa wie ein Wurm dem Angler hilft. Ich bin froh, dass Sie endlich nach Hause kommen, Gianni. Ich habe keine Köder mehr. Man sieht sich. Bis dann. Zu viel Stress, hä? Zum Totlachen. Hat's dir drüben nicht gefallen, Tommy? Doch, es war ganz gut. Hast du denn im Internat auch fleißig gelernt? Komm schon, zeig ihm, was sie dir beigebracht haben. Hast du ein $0,25? Sicher. Hier hast du. Pass gut auf. Hey, das ist ja großartig. Mit einem $10-Schein geht das noch viel besser. Also, das wird mir ein bisschen zu teuer, Tommy. Hier, bring das Louis in die Küche mit den besten Empfehlungen von mir. Und sag ihm, er soll dir noch ein Stück Käsekuchen geben. Hast du was verloren? Na schön. Also, erzähl mal, wie schlimm sieht's aus? Wie schlimm? Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich jetzt das Oberhaupt der Familie. Solche Dinge wie Familien wird es in Zukunft nicht mehr geben, Jim. Das sind überholte Traditionen, Vergangenheit. Es wird keine Kämpfe mehr geben und es werden auch keine Territorien mehr abzustecken sein. Wie willst du so etwas durchsetzen? Ganz einfach, mit einem Akt des guten Willens, so großzügig, dass selbst Freddy DeLeo in der Lage sein wird, es zu erkennen.
In einer Woche werden hier 600 Kilo reines Kokain eintreffen. 600 Kilo? Im Werte von 500 Millionen Dollar. Und jeder kriegt seinen Anteil, vorausgesetzt, sie arbeiten zusammen und bringen es über die Bühne. Eine Gruppe für die Sicherheit, eine für den Empfang, eine kassiert und eine für die Verteilung. Das dürfte doch nicht so schwer sein, oder? Und was machen wir mit dem Punisher? Man sollte nichts überstürzen, Jim. Erst müssen wir uns zusammenschließen und dann werden wir ihn ausknipsen. Entschuldigen Sie bitte, gütiger Herr. Wissen Sie, ich kann mir nicht helfen, aber ich sehe in Ihnen einen glücklicheren Menschen als in mir. Was? Was immer Sie erübrigen könnten, es würde ausreichen, denke ich, um diesem alten Schauspieler zu ermöglichen, sein Was Leben... Was zum Teufel ist ein Schauspieler? Ein Künstler, guter Herr. Oh, natürlich. Ehrwürdigen Dank. Hey! Mann, hör auf rumzubetteln, was soll das? Richie! Hm? Schmeiß den Kerl raus! So können Sie mich Fresse hier nicht halten. Umgehen! Ich bin Künstler, ich diene der Muse! Ich fordere etwas, Pflege, mir Respekt! Ich bin kein Kerl, ich bin ein Mensch! Oh, vielleicht hätte ich Eugene O'Neill zitieren sollen. Oh. Schönes Wetter in Anbetracht der Jahreszeit. Wir waren hier verabredet. Vor 4 Stunden, oder? Ich weiß, ich bin verzweifelt. Ich habe es mein ganzes Leben lang gehört. Ich drücke mich vor jeder Verantwortung. Ich kann keine Termine einhalten. Sag mir, wo soll der Stoff ankommen? Der Stoff? Oh, der Stoff? Oh, am Pier 30. Aber der Ort ist nicht das Wesentliche. Die Personen sind es. Wer wird dort sein? Alle. Sie arbeiten jetzt zusammen. Sie sind auf einmal eine große Familie unter der väterlichen Aufsicht ihres alten Freundes Gianni Franco. Mr. P! Erfolgreiche Jahr! Ich krieg das blöde Ding nicht zum Laufen. Das ist unheimlich schwierig. Fick dich ins Knie. Fick du dich. Das wird sich noch zeigen. Hört auf. Da draußen schwimmen 500 Millionen Dollar, ihr Ärsche. Es reicht. Hier, kontrollier den Empfang, aber gib dir Mühe. Hallo, Rot 1, kommen. Rot 1, komm mal mit deinem Arsch hoch. Was ist? Ist alles in Ordnung? Ja. Rot 2, wie sieht's aus? Ich hab so einen Druck. Ich muss pissen. Na dann piss doch. Sonst ist aber alles okay? Ja. Ist alles ruhig hier. Schalten Sie die Maschine ab! Was tun Sie in diesem Gewässer? Wir müssen schnellstens das Dock erreichen. In der Kajüte ist ein Loch. Dort unten. Sehen Sie nach. Oh!
15 Minuten Verspätung, so eine Scheiße. Diese verfluchten, schwulen Franzosen. Da kommen sie. Hey, sie kommen! Ihr habt 15 Minuten Verspätung, ihr Wichser! Was habt ihr euch dabei gedacht? Kilo Stoff, 7 tote Verbrecher und alle aus verschiedenen Familien. Ich schätze, der Deal ist schiefgelaufen. Das sehe ich anders. Hideko Tanaka. Sie ist ledig, etwa 40 Jahre alt. Sie hat eine Tochter, eine stumme Amerikanerin, die sie bei der Geburt adoptierte. Sie weicht nie von ihrer Seite. Sie hat die Harvard Business School absolviert und ist die erste Frau, die jemals die Yakuza angeführt hat. Die Yaku was? Die Yakuza, die japanische Mafia. Wir sind ja aber arschweit von Japan entfernt. So ist es. Was zum Teufel treiben die hier? Ich weiß es nicht, aber wir werden es rausfinden. Okay. Lady Tanaka. Mr. Franco, es ist mir eine Ehre. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Wieder Ihre Ihnen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Nein, danke. Was ich zu sagen habe, dauert nicht lange. Wir beobachten Ihre Organisation schon seit geraumer Zeit. Ihre Anführer wurden dezimiert
Ihre Soldaten sind unerfahren. Unsere kleine Demonstration am Pier 30 war ein ausreichender Beweis dafür. Sie sind schwach, Mr. Franco. Verwundbar. Doch wir sind es nicht. Wir können alle Ihre legalen Operationen lähmen. Ebenso Ihre illegalen. Das wäre ein Kinderspiel. Aber das ist nicht unsere Absicht. Bei allem gebührenden Respekt, Miss Tanaka, lassen Sie die Spielchen und kommen Sie zum Kern der Sache. Was wollen Sie? Eine Partnerschaft. Definieren Sie den Begriff. Sie werden auch in Zukunft Ihre Geschäfte abwickeln und dafür sorgen, dass alles läuft. Wir dagegen werden die gesamte Verwaltung übernehmen und führen Investitionen durch und leiten den Finanzverkehr. Kommen Sie, das ist doch... Wir sind noch nicht fertig. Und in welcher Form soll geteilt werden? 75% für uns und 25% für Sie. Auf gar keinen Fall werde ich den Laufburschen für eine Bande von Schlitzaugen machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Delios werden niemals auf Knien rumrutschen. Wir arbeiten für niemanden. Für wen zum Teufel halten Sie sich eigentlich? Wir sind die Yakuza. Als Ihre Vorfahren noch Hirten waren und Ihre Schafe an der Mittelmeerküste vögelten, waren unsere bereits die Verbrecherfürsten Asiens. Ich mache keine Vorschläge, Mr. Franco. Ich stelle Forderungen. Dürfte ich erfahren, was passiert, wenn wir nicht einwilligen? Wir werden die richtigen Schritte unternehmen und Sie werden sich nicht sträuben. Die Amerikaner haben ein schlechtes Verhältnis zur Gewalttätigkeit. Sie sind ungezügelt und unkontrolliert. Doch Sie werden es lernen. Nein! Guten Tag, Gentlemen. Was machen wir jetzt? Wir haben nur eine Möglichkeit. Wir ziehen in den Krieg. Was wollen Sie damit anfangen? Spielen Sie Miss Pac-Man oder sowas? Ich hoffe, ich finde Castle. Das halte ich nicht aus. Oh, ich denke schon. Ah. Und wie wollen Sie dieses Wunder zustande bringen? Wissen Sie, ich habe mir den Zugang zu allen verfügbaren Datenbanken verschafft, die Informationen über ihn speichern. Und der Computer soll mir jetzt seinen mutmaßlichen Aufenthaltsort errechnen. Oh, wow. Ich meine, selbst der Punisher wohnt irgendwo. Nein. Ja, Miss Stewart, ich habe bis jetzt noch keine Akte darüber. Aber so wie ich was kriege, melde ich mich bei Ihnen. Hey. Sehen Sie diese Tafel hier? Ja. Ich habe sie vor 5 Jahren angefangen. Und jedes Mal, wenn er jemanden tötet, stecke ich ein rotes Fähnchen rein. Und ich habe jedes Gebäude und beinahe jede Gasse in dieser Stadt gefilzt. Und das Einzige, was ich bis jetzt vorweisen kann, ist diese kleine Visitenkarte. Und eine ganze Menge von denen. Ich habe die Stadt abgegrast. Ich war drinnen und draußen und auf jedem Dach. Ich habe alles durch. Wie wär's mit drunter? Ich krieg den Roten, die anderen gefallen mir nicht. Der Rote ist aber unanständig, Ginny. Ehrlich, ich finde ihn total heiß. Ah! Hallo, ich bin Peter, der Bär. Ich mache viel her. An manchen Tagen rede ich viel herum. Aber ich bin nicht dumm. Sprich weiter, Peter. Oh. Hey, warte doch! Mach's gut, bis nachher! Roger? Roger! Sind Sie da? Hallo? Kommen Sie raus. Zeigen Sie sich, wo immer Sie sein wollen. Oh, Scheiße. Schwindel, Schwindel, Mühe und Plage. Oh, oh, oh.
Bei Ihrem Sinn für dramatische Auftritte sollten Sie eine Karriere am Theater in Erwägung ziehen. Ich werde drüber nachdenken. Was willst du hier? Was soll ich schon wollen? Ich streife durch die Abwasserkanäle der großen Metropole. Sightseeing, nicht? Äußerst komisch. Ich bringe Ihnen Neuigkeiten. Sie bereiten mir Schmerzen. Wissen Sie, alle Welt glaubt, Sie seien tot. Die bringen sich gegenseitig um. Löschen Sie das Licht, bevor Sie abhauen. Äußerst gerissen. Und was werden Sie tun, während sich das Blutbad zuträgt? Auf Urlaub gehen. Ja, ich habe gehört, man sollte die Abwasserkanäle von Paris mutieren. Und was ist mit den Kindern? Was für Kinder? Die Kinder der neuen Bosse bringen sie in Verlegenheit ganz ohne Posse. Die Japaner wollen ein Lösegeld, mal sehen, ob man sich dran hält. Dann werden die Bosse kräftig abschwitzen müssen. Wenn sie zahlen, ist in dieser Stadt alles gelaufen. Die Kinder werden zu Sklaven und wieder miteinander rauf. Mein Gott, verlassen Sie mich nicht auf die Schnelle. Das ist das Ergebnis einer fünfjährigen Tötungswelle. Die Väter sind in solchem Maße geschwächt, sie werden dem Schutz der Familie nicht mehr gerecht. Ich bestrafe nur die Schuldigen. Und als Resultat dürfen jetzt unschuldige Menschen leiden. Unternehmen Sie etwas! Sie müssen doch etwas tun können. Allmählich stinkt mir diese Scheiß-Denkkonferenz. Ich sag euch, wir schnappen uns ihre Tochter und dann wird sich dieses Weib mit uns unterhalten. Freddy, bevor du losrennst und irgendjemanden schnappst, muss ich dir eine kleine Geschichte über Miss Tanaka erzählen. Der einzige Mensch, der ihr jemals nahe gestanden hat, war ihr Zwillingsbruder. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchsen sie in einem Waisenhaus in Tokio auf und waren unzertrennlich. Sie verbrachten ihr ganzes Leben zusammen. Eines Tages beschiss er die Yakuza um einen Haufen Geld, das er nicht zurückzahlen wollte. Es geschah ihm nichts wegen seiner Schwester. Und dann hatten andere aus diesem Kreis eine Idee. Bevor Miss Tanaka Oberhaupt der Organisation werden konnte, forderten die anderen Anführer einen Beweis ihrer uneingeschränkten Loyalität. Und wisst ihr, was sie tat? Sie fuhr zu ihrem Bruder und kochte ihm eine wundervolle Mahlzeit und wartete, bis er aufgegessen hatte. Dann schnitt sie ihm die Kehle durch. Scheiße. Sollte es etwa heißen, dass wir nicht mit ihr fertig werden? Ich will damit sagen, dass sie uns überlegen ist. Nein, du willst nur sagen, dass wir keine Chance haben, unsere Kinder zu retten. Doch, wir haben eine. Doch die liegt im Hafen im Wasser. Okay, ich werde zu dem Treffen gehen. Ja. Gut, ich komme mit. Ich aber nicht. Die Kinder sicher freuen. Das Sklavengeschäft ist doch sehr profitabel. Hey, du musst nicht weinen. Wir kommen garantiert hier raus. Nein, das glaube ich nicht. Ich bin wegen meinem Vater hier. Das ist doch nicht wahr. Warum sind wir dann hier, du Klugscheißer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber. Die wollen Lösegeld erpressen, weil unsere Väter reiche Gangster sind. Warum bin ich denn hier? Mein Vater ist kein Gangster. Soll das ein Scherz sein?
Dein Vater ist der allergrößte Gangster und ein Feigling. Mein Vater hat gesagt, wenn er sich nicht vor der Verantwortung gedrückt hätte, säßen wir nicht in der Klemme. Du spinnst ja! Nein, du spinnst! Mach ihn fertig! Warum prügelt ihr euch? Es wird alles wieder gut werden. Ich will zu meiner Mami. Du darfst bald wieder nach Hause. Wann? Bald. Du musst nicht weinen. Hier. Komm mit mir mit. Lassen Sie sie in Ruhe! Wird euch was kosten. Und das bestellst du deinen Freunden, verstanden? Eine Sekunde.
Wer sind diese beiden Sommerfrischler? Das sagen die Burschen nicht, die sind stumm. Das haben wir gleich. Jetzt sehen wir uns diesen Typen mal an. Ich habe das Gefühl, dass er was versteckt. Darf ich? Aber immer. Ladies first. Und was bringt das? Probleme. Los, schafft sie raus. Ich gehe ran. Okay. Lieutenant? Passen Sie auf, ich brauche ein paar vernünftige Fotos. Und zwar von allen Seiten des Ladens. Auch von den Leichen, ja? Also gebt euch ein bisschen Mühe. Ist das klar? Seht zu, dass ich sie morgen früh auf dem Tisch habe. Sie werden es nicht glauben. Ich bin gespannt. Die Kinder der neuen Familienoberhäupter wurden entführt. Der Punisher soll der Hauptverdächtige sein. Das kann nicht stimmen. Doch, es ergibt einen Sinn. Es mag so aussehen. Sie liegen falsch. Haben Sie einen Grund für diese Aussage? Sogar zwei, wenn es Sie interessiert. Seien hier. Sind Sie sicher, dass das stimmt? Ich würde meinen guten Ruf dafür opfern, wenn ich einen hätte. Haben Sie noch eine für mich? Was? Na, so eine Metallspritze. Wenn die Kinder hier drin festgehalten werden, ist das eine richtige Festung. Ein falscher Schritt und sie sind tot. Das haben die Kritiker von meinem Hamlet auch gesagt. Geh in Deckung. Pass auf, dass du nichts abkriegst.
Das war eine äußerst teure Bemerkung, die Sie sich in unserem Nachtclub geleistet haben. Die Kosten belaufen sich auf fast 2 Millionen Dollar. Wie viele Schmerzen, denken Sie, kann man dafür kaufen? Wie darf ich darauf antworten? Ja, nein? Oder darf ich raten? Weder noch. Wer hat sie geschickt? Batman. Haben Sie etwa den Eindruck, dass ich Ihnen keinen Glauben schenke? Können Sie sich denken, dass mir das Scheiße egal ist? Sie stecken die Schmerzen fabelhaft weg. Mal sehen, wie Sie mit den Schmerzen anderer fertig werden. Wollen Sie es mir nicht verraten? Sie sind ein unheimlich starrköpfiger Mann. Ich habe noch eine Verabredung. Ich gebe Sie in die Hände von Mr. Ito. Er wird Sie weit länger am Leben erhalten, als Ihnen recht ist. Auf Wiedersehen. Hey. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Warten Sie. Kommen Sie her. Nandiska, was so gut ist. Ich muss Ihnen was sagen. Steuern. Ich möchte das nicht weiter ausdehnen, also sagen Sie mir, wo die Kinder sind. In einem verlassenen Lagerhaus eventuell. Na los, worauf warten Sie noch? Danke für die Zusammenarbeit. Sie können Ihr ganzes Leben hier unten verbringen und Sie finden nicht den Funken einer Spur. Ja, man kann aber auch Glück haben. Oh, gegrüßt seien alle Optimisten. Fassen Sie sich an die eigene Nase. 5 Jahre ohne Spur und jetzt sagt Ihnen ein Computer, dass Sie durch Abwasserkanäle stiefeln müssen. Wie kommt das? Wie kommt was? Wie kommt es, dass Sie niemals aufgeben? Weil ich weiß, wie es ist, wenn man aufgegeben wird. Wer hat Sie denn aufgegeben? Die ganze Welt. Außer ihm, stimmt's? Sie sagen es. Wie ist das passiert? Oh, Sie wissen doch, wie das ist, wenn man nach der Arbeit noch einen trinken geht. In meinem Fall war das aber ein Drink vor der Arbeit, dann während der Arbeit und schließlich anstelle der Arbeit. Dann wurde es ein Problem. Niemand wollte sich damit befassen. Am wenigsten ich. Bevor ich mich versah, war ich ganz unten und durfte Patronenhülsen auf dem Schießstand einsammeln. Aus den Augen, aus dem Sinn. Dann kam Frank Castle mit einer glänzenden Polizeimarke des Wegs. Und er sagte, er wolle von dem Kerl was lernen, der so runtergekommen war. Von einem Experten, der meinte mich?
So trat ich in sein Leben und er half mir wieder auf die Beine. Er zeigte mir, was es heißt, Bulle zu sein. Naja, und dagegen ist ein bisschen Scheiße an den Stiefeln lachhaft. Wenn unsere Kinder nicht bald wieder da sind, dann reiße ich ihr mit den bloßen Händen das Herz raus, so wahr ich hier sitze. Nicht für mich. Ich mach Diät. Hey, Salut. Auf die sichere Heimkehr unserer Kinder. Salut. Salut. Achtung, es geht los. Oh, Mr. Franco hat entschieden, nicht zu erscheinen. Ein weiser Entschluss. Worüber reden Sie überhaupt? Du verdammtes Mistschwein! Kommen Sie, worauf warten Sie noch? Wenn Sie uns töten wollen, dann tun Sie es! Das habe ich schon gemacht. Der Champagner. Die Gläser. Haben Sie Durst, Mr. DeLeo? Da Sie das Getränk verweigern, bitte, nehmen Sie wenigstens das. Kaffee, aber schwarz. Hey, das ist mein Bus! Hey! Ich muss da raus, Mann! Hallo! Junge, da hinten wollte ich raus. Entschuldigung. Dank dir. War mir ein Vergnügen. Soweit. Das Schiff sticht in einer Stunde in See. Ich möchte dir Jim vorstellen. Alles in Ordnung? Hab keine Angst. Ich werde euch nach Hause bringen. Kommt. Halt euch, Kinder, steigt in den Bus. Sie haben Tommy weggebracht. Was? Den Korridor runter. Casey! Und wo ist Casey? Steigt in den Bus. Macht schon. Hört zu, ihr bleibt in dem Bus, euch wird nichts passieren.
Es ist gleich so weit. Augenblick noch. Kathy. Weiß ich nicht. Komm mit. Ich wollte nur meine Puppe holen. Komm mit raus, los geht's. Lass mich in Ruhe! Sie haben ihn erwischt, ich hole ihn! Thank you.
Hallo, Frank. Was hast du denn so gemacht? Ich war fleißig. Ich weiß. Oh ja. Ich durfte hier im Bezirk die Leichen zählen. Was ist denn bloß passiert, Frank? Frank ist tot, ist das klar? Oh, ich verstehe. Und deshalb hast du beschlossen, dass alle anderen auch tot sein müssen. Stimmt das? Nein. Nur wenn du schuldig bist, bist du tot. Gerichte entscheiden, wer schuldig ist. Nicht die Bullen. Wir haben mal geschworen, das Gesetz aufrechtzuerhalten. Schon vergessen. Ich habe dich seit 5 Jahren gesucht, Mann. Wieso nur hast du mich nicht um Hilfe gebeten? Weil ich sie nicht brauchte. Du bist krank, das weißt du. Nein, bin ich nicht. Wie zum Teufel willst du 125 Morde in 5 Jahren rechtfertigen, hä? Vollstreckung, was sonst? Verdammt nochmal, sieh mich an! Es ist keine Zeit, um Scherze zu machen! Die bringen dich auf den elektrischen Stuhl! Und dagegen werde ich nichts unternehmen können! Du musst mit mir reden, Mann! Los, öffne dich! Du sollst den Mund aufmachen! Es war doch genauso meine Familie, Frank! Okay, du wirst jetzt mit mir reden! Rede mit mir! Verstehe? Du willst sterben, stimmt's? Das willst du! Leck mich am Arsch! Okay, dann stirb doch! Der Frank, den ich kannte, ist bereits seit 5 Jahren tot! Verflucht! Los, mach dir die Tür auf! In wenigen Augenblicken wird der ehemalige Polizeibeamte Frank Castle, der in den letzten 5 Jahren einen Einmannkrieg gegen das organisierte Verbrechen geführt hat, zum Gericht gebracht, um sich dort einer beispiellosen 125-fachen Mordanklage zu stellen. Es gibt immer noch keine Neuigkeiten über den Aufenthaltsort von Tommy Franco, den Sohn des Verbrecherbosses Gianni Franco. Was ist mit Berkowitz? Er ist gekränkt. Was ist passiert, als er sie besucht hat? Was zum Teufel geht sie das an? Hey, einiges! Ich bin seine Partnerin. Er hat die Bürde lange Zeit allein tragen müssen. Und er hätte Hilfe gebraucht, doch sie waren nicht da. Ich war die Nächstbeste, die ihm helfen konnte. Er hat den Dienst quittiert, nachdem er mit ihnen gesprochen hatte. Er lebte nur für den Tag, an dem er sie finden würde und ihnen helfen könnte. Doch jetzt haben sie ihm jeglichen Sinn geraubt. Er war ihr bester Freund. Warum wollen Sie ihn auch fertig machen? Sie waren sein Leben, bevor dies alles passierte. Und seitdem sind Sie immer sein Lebensinhalt gewesen und das wissen Sie verdammt gut. Wie lange glauben Sie, kann jemand leben, wenn Sie ihm das Herz rausreißen? Eine ganze Ewigkeit. So wie Sie? Ist es das, was Sie Jake wünschen? So zu leben wie Sie? Rufen Sie ihn an. Was? Ich sagte, rufen Sie ihn an. Sanft, du Arschloch. Okay.
Was ihrer Familie widerfuhr, war nicht geplant. Ich würde es gerne ungeschehen machen, aber ich kann es nicht. Ich schwöre es beim Leben meines Sohnes, Thomas Anthony. Ich will ihn wiederhaben. Doch leider schaffe ich es nicht selbst. Sonst würde ich es tun. Sie sind die Rettung, Castle. Ich gebe Ihnen alles, was Sie verlangen. Ich tue alles, was Sie wünschen. Sagen Sie doch etwas. Fick dich ins Knie! Dann muss ich es wohl anders ausdrücken. Ein Leben für ein Leben. Ich werde Sie nicht ein zweites Mal bitten, Castle. Also bitte. Okay, okay, ich mach's. Aber eins müssen wir klarstellen. Wenn das hier vorbei ist, sind Sie tot. Aufzug hält in der 40. Etage. Sie sind in der 41. Man braucht einen Schlüssel, um da reinzukommen. Den hat der Wächter in der Halle. In 5 Minuten wirst du auf den ersten Knopf drücken. Was wird dann passieren? Dann haben wir hier Finsternis. Sir, nur für den Fall. Es war mir eine Ehre, Sie kennengelernt zu haben. Ganz meinerseits. Sie können sich auf mich verlassen. Das weiß ich. Hier. Die werden Sie brauchen. Bitte, ganz wie Sie wollen. In 15 Minuten ist der zweite Knopf dran. Und dann? Dann ist Weltuntergang. Hey! Könnte ich mal pinkeln? Tu dir keinen Zwang an, der Spitze. Ich wüsste zu gern, was dein Boss zu dem gelben Fleck auf dem Stuhl sagen wird. Hey, 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 nicht so doll, du brichst mir ja alle Knochen. Junge, Junge. Was ist? Könntest du ihn kurz mal für mich rausholen? Das machst du selbst. Hey, dürfte ich dir vielleicht mal eine Frage stellen? Was denn? Müsst ihr für euren Job eigentlich einen Intelligenztest machen? Nein. Ja. Das wäre aber bitter nötig. Hey Mann, ich hab dir eine Pizza geschickt. Kann ich Sie mir was fragen? Was ist der wahre Grund für das Töten?
Selbst Rache kennt eine Grenze. Dann habe ich meine noch nicht erreicht. Müssen wir lang? Da lang, würde ich sagen. Thank you.
Okay. Sorgen Sie sich nicht um einen alten Sauf, Bruder. Gehen Sie da rein, erledigen Sie Ihren Job. Hey, kümmert euch um diesen Typen. Oh, ich verfahre nach eigenem Gutdünken, danke sehr. Lasst mich passieren, Freunde. Hinfort von diesem Ort. Nehmen Sie das. Haben Sie den Aufzug wieder repariert? Schwer zu sagen. Die Dinger sind äußerst launisch. Die machen, was sie wollen. Genau wie Bullen, wenn sie verarscht werden. Also wie lange? 10 Minuten. Wie lange? Hey, wie lange? 5 Minuten. Oh, Mr. Franco. Wie nett, Sie wiederzusehen. Lassen Sie ihn frei. Sie haben alles gekriegt, was Sie haben wollten. Das würde ich nicht so sehen. Sie können das nicht gewinnen. Wenn Sie ihn töten, dann sind Sie auch dran. Und wer verliert mehr? Ich ganz bestimmt nicht. Was wollen Sie? Gehen Sie auf die Knie. Gehen Sie auf die Knie! Stecken Sie Ihre Waffe in Ihren Mund. Sie haben ein Wort, dass er dafür leben wird. Woher weiß ich, dass Sie es halten werden? Das ist Ihre Sache. Besser eine kleine Chance als gar keine. Bis zum Anschlag rein. Und jetzt drücken Sie ab, Mr. Franco. Sofort! Das ist Teil deiner Ausbildung, also pass gut auf. Auf Wiedersehen, Mr. Franco. Es geht nach oben, Leute. Tommy! Dad! Tommy! Lass dich anschauen, mein Junge. Schaffst du es hier raus? Ja. Okay, dann los. Warte draußen, mein Junge. Mach schon, ich muss mich um ihn kümmern. Ich kann dir doch helfen. Nein, warte draußen, Tommy.
muss Ihnen ein Kompliment aussprechen, Castle. Sie haben etwas getan, wovon ich nie zu träumen gewagt hätte. Sie haben die Konkurrenz eliminiert. Danke, denn jetzt gibt es nur noch mich. In 5 Jahren wird meine Organisation das mächtigste Verbrechersyndikat der Welt sein. Und der Junge, dessen Leben Sie gerettet haben, wird das alles einmal erben. Und das Einzige, was er zu fürchten hätte, werde ich jetzt aus dem Weg räumen. Sie haben mir meinen Sohn wiedergegeben. Ich danke Ihnen vielmals. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Machen Sie's gut. Ich sehe Sie in der Hölle, Castle. Dad! Tommy! Ich werde dich umbringen. Gut. Vielleicht solltest du allem ein Ende machen. Du wirst niemals so werden wie er. Nun mach schon. Tu es. Tu es. Tu es. Was ist das? Was ist das? Alles durchsuchen. Frank? Frank! Guter Junge, Tommy. Wird erwachsen, um ein guter Mann zu sein. Denn wenn du es nicht tust, werden wir uns wiedersehen. In Ordnung? Wo ist Frank hingegangen?
Manchmal rede ich immer noch mit Gott. Ich frage ihn, ob das, was ich tue, richtig oder falsch ist. Und ich warte immer noch auf seine Antwort. Wenn ich sie kriege, werde ich nach draußen gehen und seine Weisungen befolgen. Doch die Schuldigen müssen bestraft werden.